Priester und Heiler in den Kapellen verkaufen Zaubersprüche aus der Schule der Wiederherstellung. Ja, das tun sie. Weil sie es können. Und weil wegen der Milch. Wie schön, euch zu sehen. Du kennst mich zwar überhaupt nicht, aber es ist schön für dich, mich zu sehen. So, bevor wir zu der Magiergilde gehen, wo auch immer die sein möge. Wie geht es euch? Suche ich jetzt erstmal einen Waffenschmied. Damit ich die überflüssige Ausrüstung verkaufen kann. Und zufälligerweise weiß ich, wo er steht. Direkt hier. Sonst verlaufe ich mich immer total. Wie lange habe ich das Spiel schon? Ja, ein paar Jährchen. Ich habe es schon zweimal durchgespielt. Und bei meisten Gelegenheiten weiß ich nie, wo etwas ist. Das Paradoxon des Bogenschützen. Denn ein perfekter Pfeil fliegt ewig. Und das ist unmöglich. Ich bin Dänlin und habe keine perfekten Pfeile. Ja. Aber Morrowind, was ich schon seit langem nicht mehr gespielt habe, da weiß ich noch ungefähr alles, wo es noch liegt. So, willst du mit mir handeln? Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ja. Das hoffe ich. Erstmal kannst du meine Ausrüstung. Ich kann fast alles reparieren. So. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Nein, aber ich kann dir etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen. Das ist ein echtes Schnäppchen. Aus dem Gefängnis der Kaiserstadt. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich. Daran. Was bestimmt hochgebäckte Dings ist. Von bitte einfügen. Ein gut. Ich hoffe, ihr wisst, welches daran ich meine, wenn ich. Ich habe gerade meine Sprachfähigkeit verloren. Den Pelz möchte ich gern behalten. Wozu werdet ihr niemals erfahren? Das weiß nur ich. Das ist mehr. Ganzen unreinen Rubine, Saphire, Smaragd. Ja, Smaragd. Das ist jetzt ein Smaragd. Ah, so viel Pokémon. Was hast du denn so alles noch im Angebot? Ganz viele Pfeile. Kein Mensch braucht. Lederarmschutz. Für den noch einen falschen können. Fallabzeuge. Pelzhelm. Na, wem es gefällt. Das war mir. Hätte ich eigentlich nur eine Ratze von vorhin einfach nur auf meinem Kopf legen müssen. Hab ich auch schon einen Pelzhelm. Wie wunderbar. So. Du bist eine Herberge. Du bist. Ja, das bist du. Nein, also hier wollen wir noch nicht. Ich will da hoch! In die Kiste! Die eine Truhe ist! Das ist unsäglich! Euer Versuch. Jetzt lasst mich da hin! Fahrzeuge. Ich gehe in die Magiergilde und hol mich da aus. Ich kenne mich zwar noch nicht, aber ich habe das Gefühl, wir wären die besten Freunde. Das hier ist übrigens die Kapelle von Mara. Einer der neun Göttlichen.
die Göttin der Liebe. Ursprünglich bekannt als Göttin der Fruchtbarkeit. Warum auch immer. Ja, Liebe und Fruchtbarkeit haben schon was gemeinsam. Aber das ist jetzt irrelevant. Ich grüße euch. Wir wollen zu einem Alchemisten. Und zufälligerweise steht einer genau da drüben. Ich bin Ardalin. Ich bin die Lehrerin für fortgeschrittene Alchemie hier in Braville. Das ist schön. Ich habe so eine seltsame Pflanze gefunden. Kannst du mir etwas darüber sagen? Ja, die habe ich schon einmal gesehen. Eigentlich weiß ich nicht viel darüber, weil ich mich nicht so gut mit Pflanzen auskenne. Aber ich kenne da jemanden. Wenn ihr nach Skingrad kommt, dann geht zu Sinderion. Er ist eine der führenden Autoritäten bei den alchemistischen Eigenschaften von Pflanzen. Ja, wir werden noch nach Skingrad kommen, aber jetzt nicht. Erzmagier Traven ist der Erste, der solch eine harte Linie gegen die Totenbeschwörung führt. Es ärgert eine ganze Menge Leute. Ja. Ach ja, Totenbeschwörung. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Darüber werden wir noch so einiges erfahren. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Natürlich ist der Preis angemessen. Ich habe ihn auch von dir verkauft. Feuerschild! Ich bin Boomer, ich baue sowas eigentlich nicht. Ich benutze grundsätzlich solche Tränke nicht, weil ich nie dran denke, die zu benutzen. Auch wenn ich die in meinem Inventar rumliegen habe. Aber ich könnte ein paar Tränke brauen. Kommt. Oh Gott, das muss ich mal erzählen. Ich hatte mal über... Also in meinem zweiten Spiel... Die Altmeer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Über 1000 Zutaten mal zusammengesammelt. Und richtig dafür Geld bekommen. Das war auch hier alles so mit Ausdauer wiederherstellen. Oh ja. Damit kann man richtig gut Geld verdienen am Anfang. So ganz viel Zutaten sammeln, die zu Tränken machen. Auch, warum auch immer Tränke so beliebt sind. Lebensenergie-Schaden haben wir da oben. Wunderbar. Ja? Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Nein, kannst du nicht. Ich will dir etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen, auch wenn sie nicht erstklassig sind, da ich das gerade selber gebraut habe. Und Handelsgeschick hat sich auch verbessert. Das freut uns. Erstmal das, der richtige Grund, warum wir hier sind. Ja? Wollt ihr der Magiergilde beitreten? Na klar! Gut, kein Kopfgeld auf euch. Und ihr seht fähig genug aus. Also gut, wollt ihr der Gilde wirklich beitreten? Kein Kopfgeld auf euch. Ja. Wir kommen ja auch gerade nur aus dem Gefängnis. Warum sollte dann auch ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt sein? Dann erkläre ich euch hiermit zu einem Schüler der Magiergilde. Willkommen in unseren Reihen. Ihr braucht Empfehlungen von allen Anführern der örtlichen Gildenhallen, wenn ihr in der Gilde weiterkommen möchtet. Wenn sie schlau sind, nutzen sie diese Gelegenheit dazu, euch einen kleinen Dienst für sie erbringen zu lassen. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Wir haben die Verantwortung, aufeinander aufzupassen, nicht wahr? Das will ich meinen, egal was es kostet. Yay, Solidarität. Bevor wir das bitte, hier machen... Ich suche verzweifelt nach Hilfe und ihr seid der Einzige, an den ich mich wenden kann. Ja, aber wir helfen dir später mit dieser Hilfe, wenn wir das andere gemacht haben. Und da wir ja jetzt Mitglied in der Magiergilde sind, können wir hier einfach so Sachen mitnehmen. Einstecken. Legales Stehlen. Wie geht es euch? Fantastisch. Danke der Nachfrage. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft. Ich find's lustig, dass man hier die Sachen aus der Magiergilde mitnehmen kann, wenn man dann Mitglied ist und die an die Magiergilde verkaufen kann hinterher. Interessant.
Sie geht nicht oft aus, ja, aber anscheinend hat Luciana Galena große Erfahrung im Kampf mit leichter Rüstung. Hallo! Guten Tag. Die Stadtschwimmer macht ihren Namen alle Ehre. Retten. Ich habe sie oft in den Kanälen gesehen. Sie ist durchtrieben.